Wie ist das kalt hier in der Höhle? Das Feuer allein genügt nicht. Waffenmeister, es muss wärmer werden, oder wir können unsere Experimente nicht durchführen. Du hättest etwas warten sollen, Thiela. Ein wenig mehr Geduld nur und es wäre wärmer geworden. Oh, ist das kalt? Orko, wo kommst du denn her? Ich denke, der Geist von Castle Grayskull hat dir eine Aufgabe gestellt. Das ist schon richtig, Thiela, Herrin von Eternia. Aber der Geist ist recht eigenwillig, wie du weißt. Er ist nicht erschienen. Vielleicht, weil ich immer nur an dich gedacht habe? Du hast an mich gedacht? Orko! Doch, doch, es ist wahr. Ich habe gehört, wie du gefroren hast. Orko, du kannst doch nicht hören, wie ich friere. Doch, du hast mit den Zähnen geklappert. Und da dachte ich, ich zaubere dir etwas Warmes. Etwas Warmes? Ach, das wäre schön, Orko. Was denn? Das Feuer ist nicht warm genug. Auch nicht, wenn ich hineinpuste? Ich würde lieber mehr Holz herbeizaubern, damit das Feuer größer wird, Orko. Eine Decke. Ich zaubere eine Decke herbei. Ja, das ist es. Juhu! Eine Decke, passt auf. Decke weich und heimlich. Komm herab und wärme mich. Die Decke kommt herunter. Die Höhle bricht zu Schatten. Lauf schnell dorthin zum Ausgang. Orko, das war die falsche Decke. Das war die Decke der Höhle. Das kann mal vorkommen, Thiela. Du hast die Höhle zerstört, Orko. Und was machen wir jetzt? Was ist das? Etwas rieselt von oben herab. Es leuchtet und flimmert. Als wenn es lauter winzige Diamanten wären. Es ist mehr ein Staub. Der schönste Staub, den ich je gesehen habe. Es ist Sternenstaub. Ja, es muss Sternenstaub sein. Stardust. Der kostbarste Schatz des Universums. Sternenstaub. Stardust. Ich muss gleich etwas zaubern. Wartet. Orko aus dem Zauberland. Nein, 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 Orko, tu es nicht. Nein, nein. Nicht? Warum nicht? Du musst zugeben, dass deine Zauberkünste zurzeit nicht gerade überwältigend erfolgreich sind. Seht doch, der Staub formt sich zu einem Ball. Er strahlt und leuchtet wie eine Sonne. Er ist weg. Der Sternenstaub ist weg. Einfach verschwunden. Irgendetwas hat ihn weggebeamt. Irgendetwas? Irgendetwas? Das ist Skeletor, dieser Teufel. Wo ist er? Seine Stimme kommt von dort oben, aus einem Lautsprecher. Ja, das ist Skeletor. Thiela, Herrscherin von Eternia. Ich bin Herr über die Mächte des Bösen. Ich habe dir den Sternenstaub genommen. Durch ihn werde ich mächtiger werden als der Herr des Universums. Und du! Thiela, die Tochter der Zauberin von Grayskull, ihr Vater, Man-at-Arms, der Waffenmeister von Eternia, und Orko, der schwebende Trolaner, eilten in den Vorhof der Burg, wo Adam, der Sohn des Königs, mit seinem furchtsamen Tiger Cringer in der Sonne saß und die Blumen betrachtete. Adam, Adam, hast du schon gehört? Aber was soll er denn gehört haben, Orko? Er sitzt doch noch hier in der Sonne und döst. Was gibt es denn, Thiela? Warum bist du so erregt? Lass mich für Thiela antworten, Adam. Ich habe gezaubert. Du weißt, ich bin ein sehr guter Zauberer. Du warst ein guter Zauberer, wenn ich das recht erinnere. Auf dem Planeten Tholan, deiner Heimat, waren deine Zauberkräfte sehr groß, Orko. Aber hier sind sie eher bescheiden. Du irrst dich, Adam. Gerade habe ich Sternenstaub herbeigezaubert. Kostbaren Stardust. Wertvoll als alles andere im Universum. Ach, tatsächlich? Stardust? Ja, das hat Orko getan. Allerdings nicht absichtlich. Und Skeletor, das Skelettgesicht, hat ihn gestohlen.
Skeletor, ich kann den Namen nicht mehr hören. Lasst mich allein mit Cringer und den Blumen. Ich liebe den Frieden. Blumen, Frieden. Ach, dir sollte man überhaupt nichts mehr erzählen. Nein, wirklich. Du musst eingreifen, Adam. Du weißt, dass ich das tun werde, Man at Arms. Solange Tila noch hier war, musste ich jedoch meine Rolle als harmloser Adam spielen. Sie kennt mein Geheimnis nicht. Ich werde Skeletor den Sternenstaub wieder abnehmen. Es wäre unser aller Ende, wenn er die Macht für sich gewinnen würde. Warte. Ich ziehe mein Schwert. Cringer, es geht los! Du kleine Schmusekatze, jetzt wird ein Kampftiger aus dir. Nein, nein, ich will meine Ruhe. Und überhaupt, das alles ist mir viel zu gefährlich. Lass mich ihm hin, ich habe Angst. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Der Zauberspruch erzielte unfehlbar seine Wirkung und der ängstliche Tiger Cringer verwandelte sich in den brüllenden, gesattelten Kampftiger Battlecat, den mächtigen Kämpfer gegen das Böse. Auf, Freunde! Skeletor soll uns kennenlernen. Komm her, mein alter Kater. Lass mich aufsitzen. Während sich Tila enttäuscht zurückzog, verwandelte sich Prinz Adam in He-Man, den stärksten der Starken. Und Cringer wurde zu einem furchteinflößenden Kampftiger. Nur Orko, Man-at-Arms und die Zauberin Soa kannten das Geheimnis von Prinz Adam. Während der König von Eternia und Tila den Prinzen für einen verweichlichten Feigling hielten. Zum Kampf bereit verließen He-Man, der auf dem Rücken von Battlecat saß, der schwebende Orko und Man-at-Arms die Burg von Eternia. Währenddessen glaubte Skeletor bereits gewonnen zu haben. Sternenstaub. Wir haben ihn. Wir haben den größten Schatz des Universums. Jetzt werden wir ihn vernichten. Eternia gehört uns. Ja, Herr. Darauf Peitsche nach Krähen zu schlagen, Dishman. Bereite dich auf unseren letzten Kampf vor. He-Man hat Castle Grayskull verlassen. Ich werde ihn töten. Ihn und seine Freunde. Du? Ich werde es tun, Beastman. Du bist nicht mehr als mein Gehilfe, hast du verstanden? Ja, Herr. Du bist der Meister. Der Meister. Ja, ich bin der Meister. Und ich habe endgültig gesiegt. Sternenstaub ist in meinen Händen. Ich habe die Macht. He-Mans letzte Stunde hat geschlagen. Verzeih mir die Frage, Meister. Wie willst du ihn vernichten? Hast du nicht gesehen, dass ich den Sternenstaub aus der Höhle von Castle Grayskull hierher gebeamt habe? Ja, Skeletor. Es war ein Meisterwerk. Ich werde He-Man das Schwert der Macht aus den Händen reißen. Ich werde es hierher beamen, sodass er waffenlos ist und dann... Und dann... Orko und Man-at-Arms drangen in den Evergreen Forest ein, den immergrünen Wald, der noch vollkommen unerforscht war. Turmhohe Bäume wuchsen in dieser geheimnisvollen, unheimlichen Welt, vor der die drei Freunde dennoch nicht zurückschreckten, da sie hofften, auf diesem Wege am schnellsten zum Versteck Skeletors zu kommen. Ist das düster hier?
Möchtet ihr, dass ich ein wenig Licht herbeizaubere? Oh, Orko aus dem Zauberland herbei! Nein. Orko, lieber nicht. Oh. Wer weiß, was dann passiert. Du hast in letzter Zeit nicht viel Glück mit deiner Zauberei. Ja, leider hast du recht. Vielleicht sollte ich mal wieder nach Trolan, um meine Zauberkräfte zu regenerieren. Dort gibt es übrigens ein Mädchen mit einem wunderschönen Gesicht. Sie hat es mir gezeigt. Sie hat ihren Schleier abgenommen und es mir gezeigt. Als Zeichen ihrer Liebe. Sie war wunderschön. Achtung, aufpassen! Ein Drache! Herr Springfeuer! Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Drache, nicht Feuer, du arme Tropfen. Gieße uns Wasser über den Kopf. Es hat funktioniert. Ich bin ein großer Zauberer. Du hast ihn noch wütender gemacht. Er soll mein Schwert spüren. Nicht hiemel, die Bestie ist gefährlich. Ihre Zähne sind giftig. Den Kopf ab. Das Schwert! Es ist weg! Das Schwert! Skeletor hat das Zauberschwert gestohlen! Er hat es mir aus den Händen gebeamt! Es ist weg! Bertelt! Kämpfe! Ich töte den da! Ich töte ihn! Mit Hilfe eines magischen Auges, das hoch über ihm in der geheimen Festung schwebte, verfolgte Skeletor den Kampf im immergrünen Wald. Vor ihm in der Luft erschien plötzlich das Zauberschwert He-Mans. Das Zauberschwert. Ich habe das Schwert. Jetzt hast du endgültig gewonnen, Meister. Ja, ich habe gewonnen. Ohne das Schwert. Wert ist He-Man noch nicht einmal die Hälfte wert. Aber er hat noch immer Battle Cat, den Kampftiger. Was geschieht, wenn dieser den Drachen tötet? Ich hoffe, dass er ihn tötet. Ich hoffe es. Denn dann wird He-Man mit seinen Freunden in die grundlose Schlucht stürzen. Nichts, gar nichts wird ihn noch retten können. Eternia gehört uns. Welch ein Tag. Uns, Beastman, wie oft muss ich es dir noch sagen? Mir gehört Eternia, mir allein. Komm, ich will mir ansehen, wie He-Man stirbt. Und das Schwert? Nimmst du es mit, Skeletor? Nein, ich lege es in die Zeitkammer, aus der es niemand gegen meinen Willen hervorholen kann. Erst wenn ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass He-Man tot ist, werde ich das Zeitschloss öffnen. Komm mit zur grundlosen Schlucht. Ich will He-Man sterben sehen. Battlecat kämpfte gegen den Drachen und immer wieder griff He-Man mit bloßen Fäusten in den Kampf ein, bis der Drache schließlich unterlag. Der Drache weicht zurück. Er flieht! Der Drache flieht! Wir haben gewonnen! Das war ein großer Kampf, mein alter Kater. Du hast dich gut geschlagen. Und jetzt sollten wir nach Castle Grayskull zurückkehren, He-Man. Wir brauchen neue Waffen. Vielleicht hast du recht, Man-at-Arms. Ohne Waffen sind wir Skeletor unterlegen. Ihr braucht nicht nach Castle Grayskull zurück. Ich werde Waffen herbeizaubern. Verlasst euch nur auf mich. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. Waffen brauchen wir sofort. Herbei, herbei damit, an diesen Ort. Orko, was ist denn das? Waffen.
Ich meine, also, ja, das waren einmal Waffen. Was? Ein alter Flitzbogen und ein zerbrochener Pfeil? Oh Gott, damit können wir noch nicht einmal gegen Spatzen kämpfen. Ja, da muss ich wohl etwas falsch gemacht haben. Der Boden bricht ein. Festhalten! Haltet euch fest! Geschossen! Hilfe! Haltet euch fest! Haltet euch fest! Wir sind auf einen kleinen Felsvorsprung gefallen. Aber der Fels hält uns nicht. Wir werden abstürzen. Der Abgrund wird uns verschlingen. Skelter, dieser Teufel, hat uns in eine Falle gelockt. Wir müssen uns eben mehr Platz verschaffen. Dieser Felsvorsprung ist zu klein für uns alle. Soll ich euch wegzaubern, Iman? Warte! Oh, Orko aus dem Zauberland! Nicht jetzt, Orko. Bitte nicht jetzt. Ein kleiner Fehler nur und wir stürzen in den Abgrund. Dann kann uns niemand mehr retten. Ich weiß, ich weiß. Ich beame mich nach Castle Grayskull und komme mit dem Windrider zurück. Damit kann ich euch alle retten. Orko, nein, warte! Weg ist er. Hoffentlich macht er keinen Fehler. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich schlage ein Loch in den Felsen. Wir müssen mehr Platz haben. Seht ihr? So. Du hast die Felsen einschlagen, jemand. Mit der bloßen Hand. Und eine Höhle geöffnet. Kriecht hinein. Da ist ein Gang. Oder eine Höhle. Jedenfalls sicherer Boden unter den Füßen. Los, hinein! Tatsächlich eine Höhle. Skeletor hat mal wieder Pech gehabt. Wir sind nicht in den Abgrund gestürzt. Was ist das für ein seltsames Licht in der Decke? Es funkelt und strahlt, als ob dort oben alles voller Edelsteine wäre. Ein geheimnisvoller Gang. Kommt, weiter. Wir müssen wissen, wohin er führt. Castle Grayskull befasste sich Teela, die Herrin von Eternia, mit der Zeitschleuder, einer neuen Waffe, mit der sie hoffte, sich gegen den bösen Skeletor wehren zu können. Es war eine Waffe, die ihr Vater, Man-at-Arms, entwickelt hatte. Teela wollte gerade die Schalter daran betätigen, als Orko wie aus dem Nichts heraus vor ihr erschien. Orko, du? Wieso kommst du zurück? Was ist geschehen? Wolltest du nicht zusammen mit meinem Vater gegen Skeletor kämpfen? Teela, He-Man ist in Gefahr. Er ist zusammen mit Battlecat und deinem Vater abgestürzt. Ich muss sie retten. Ich helfe dir, Orko. Was können wir tun? Ich brauche den Windrider. Du musst ihn fliegen. Damit holen wir die drei heraus, bevor sie in die Tiefe fallen. Den Windrider? Das geht nicht. Mein Vater hat den Antrieb ausgebaut, weil die positronische Katalysatorsteuerung nicht funktioniert. Soar, dann muss Soar, der Adler der Giganten, helfen. Wo ist er schnell? Wir haben keine Zeit, es geht um jede Sekunde. Soar ist nicht hier. Er ist in der Ebene der Ewigkeit. Es kann noch Tage dauern, bis er zurückkommt. Und Stratos? Was ist mit dem Bezwinger der Lüfte? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn schon gerufen, aber er meldet sich nicht. Es ist, weil Skeletor den Sternenstaub hat. Damit hat er die Macht. Er zwingt unsere Freunde in die Ferne. Ja, du hast recht. Orko, niemand kann He-Man und meinem Vater helfen. Niemand. Ich muss zu ihnen zurück. Gib mir eine Waffe. Eine Waffe? Warum? He-Man hat doch das Zauberschwert. Eben nicht. Skeletor hat es. Skeletor? Dann gibt es keine Hoffnung mehr für Eternia. Solange He-Man kämpfen kann, ist noch nichts verloren. Schnell, ein Schwert für ihn. Oder besser noch, einen Laserstrahler. Oder was hast du da für eine Waffe? Es ist eine Zeitschleuder, aber sie funktioniert noch nicht richtig. Hier, nimm diesen Energiestrahler. Vielleicht kann He-Man ihn gebrauchen. Danke. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss He-Man von den Felsen retten. Ach, Orko. Liebe Orko. Hoffentlich kommst du noch rechtzeitig. He-Man, der auf Battlecat ritt, und Man-at-Arms drangen weiter in den geheimnisvollen Gang ein.
Doch plötzlich schnellten sich hunderte von hell leuchtenden Käfern, die so groß wie Schäferhunde waren, auf sie. Ihre Rücken sahen aus, als wären sie von Diamanten überzogen. Oh, die Käfer, das sind Hunderte. Wehrt euch auf! Vorsicht, ihre Fangen sind krank. Werft sie in die Schlucht. Nehmt keine Rücksicht. Es sind zu viele. Wir müssen zurück. Zurück? Man at Arms, wohin denn? In die Schlucht? Wir können nicht zurück. Nein. Ihr könnt nicht zurück. Ihr seid verloren. Es ist endgültig vorbei, Hime. Es ist vorbei, ich, Skeletor. Ich bin der Herr von Eternia. Ich. Das ist Skeletor. Dieser Teufel, wo ist er? Er, Hime. Er. Und raus. Und überall. Niemand fasst. Niemand kann mich bekämpfen, denn ich bin die Macht. He-Man, Battlecat und Man-at-Arms kämpften verzweifelt gegen die Übermacht der leuchtenden Käfer. Sie warfen Dutzende von ihnen in die Schlucht und es schienen doch nicht weniger zu werden. Dann aber tauchte Orko, das mysteriöse Fremdwesen, plötzlich vor ihnen auf. Er holte den Energiestrahler mühsam unter seinem Mäntelchen hervor. Hier bin ich wieder, mit einer Waffe! Orko, du hast einen Energiestrahler. Hier, nimm ihn. Teela hat ihn mir gegeben. Danke. Ein Energiestrahler, das ist genau das, was ich jetzt gebrauchen kann. Damit erledigen wir die Käfer. Achtung, es wird heiß. Jetzt! Die Käfer gar nicht da? Sieh doch! Eben noch waren meine Beine blutig von ihren Bissen. Jetzt ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Habe ich sie weggezaubert? Kann es sein, dass es mein Zauber war, durch den sie verschwunden sind? Ich habe keinen Zauberspruch gehört, Orko. Keinen Zauberspruch? Seltsam. Dann bin ich es wohl doch nicht gewesen. Wer aber dann? Ich war es, du Narr! Der Beherrscher des Kosmos. Ganz recht, Man at Arms. Zodak, der Beherrscher des Kosmos. Ich habe meine Sternenkäfer gerettet. Hütet euch davor, auch nur einen von ihnen zu töten. Und du hüte dich vor allzu großen Worten, Zodak. Oder sorge zumindest dafür, dass uns deine Käfer nicht in die Quere kommen. Es könnte sein, dass wir sie sonst alle in den Abgrund befördern. Willst du dich mit dem Beherrscher des Kosmos anlegen? He-Man? Ich verteidige meine Rechte auch vor dir. Bist du gekommen, weil du Streit suchst oder weil du uns gegen Skeletor helfen willst, der das Schwert der Macht gestohlen hat? Gegen Skeletor, das Skelettgesicht, musst du dich schon selbst behaupten, He-Man. Heute helfe ich dir nicht gegen ihn. Vielleicht aber bin ich das nächste Mal an deiner Seite. Dann lass uns allein. Die Zeit ist es. Unerforschlich. Verschließt sie vor uns. Was uns lieb ist. Er ist davongeflogen. Schnell wie der Wind und rätselhaft wie immer. Nie weiß man, wozu er sich entschließt. Heute ist er dein Freund, morgen dein Feind. Du solltest vorsichtig ihm gegenüber sein, He-Man. Der Beherrscher des Kosmos ist wirklich ein undurchsichtiges Wesen, bei dem man nie weiß, welche Pläne er verfolgt und wie er sich entscheidet. Mir genügt es, dass wir seine Käfer vertrieben haben. Was hat er eigentlich gemeint mit seinen Worten?
Die Zeit ist es. Unerforschlich verschließt sie vor uns, was uns lieb ist. Ich weiß es nicht, Orko. Aber er muss einen Grund gehabt haben, uns so etwas zu sagen. Sicher, die Zeit ist unerforschlich. Aber wieso verschließt sie vor uns, was uns lieb ist? Wahrscheinlich werden wir das sehr bald erfahren, He-Man. Und es wird nicht angenehm für uns sein. Kommt, weiter. Wir müssen das Schwert zurückholen. Ja, und Skeletor die Maschine nehmen, mit der es dir aus den Händen gebeamt hat. Das ist wichtiger als alles andere. Diese Maschine ist eine mächtige Waffe. Skeletor darf sie nicht behalten. Kommt, Freunde. Ich fliege voraus. Ich erkunde, wohin der Gang führt. Bleib lieber bei uns, Orko. Was immer da auch ist, wir erstürmen es. Der Gang führt zum Versteck Skeletors. Davon bin ich überzeugt. Das muss so sein. Hier ist er zu Ende. Hier ist eine Tür. Aber sie hat keinen Griff. Dann brechen wir sie auf. Aus dem Weg, Orko. Mir widersteht keine Tür. Ja, bitte geht nicht die Tür auf. Er ist durch. Battlecat hat es geschafft. Was ist das? Eine leuchtende Höhle. Und von der Decke hängen tausende von Streifen herunter. Sie schwingen und sie drehen sich, als ob sie vom Wind bewegt würden, aber ich spüre keinen Luftdruck. Es ist, als ob sie leben. Sie fühlen sich wie Seide an. Es ist wirklich so, als ob Leben in ihnen wäre. Sie sind freundlich. Freundlich, Arms? Ich meine, sie wecken keine feindschaftlichen Gefühle in mir. Seltsam, dass es sie gibt, obwohl Skeletor in der Nähe ist. Seid vorsichtig. Vielleicht ist dies nicht mehr als ein Trick Skeletors, mit dem er uns in Sicherheit wiegen will. Kommt, wir gehen weiter. Irgendetwas ändert sich, ich spüre es. Was geht hier vor, He-Man? Ich weiß es nicht, mein Freund, aber ich glaube auch, dass gleich etwas geschieht. Gardester, Beastman und Trapjaw, da kommen sie! Und der Leibwächter Skeletors. Trapjaw, vernichte sie. Wir stürzen sie in den Tod. Vorsicht, Hime. Trapjaw hat ein Doppelbeil. Damit hält er uns nicht auf. Wie weit kommt ihr gerade recht? Treibt sie zurück. Irgendwo dort hinten muss der Ausgang sein. Schieß doch, Hime. Warum schießt du nicht? Zurück, Trapjaw. Deine Waffe, He-Man. Siehst du? Die Energiestrahlen prallen an mein Beil ab. Du dagegen hast nichts, womit du dich gegen mein Beil wehren kannst. Du kennst meine Fäuste noch nicht. Zurück, Trapjaw, zurück. Wir brauchen Hilfe. Wir haben sie geschlagen. Sie flüchten. Ihnen nach. Sie sollen uns zu Skeletor führen. Man, Man-at-Arms, Battlecat und Orko verfolgten die fliehenden Beastman und Trapjaw, den schrecklichen Leibwächter Skeletors, der einen stählernen Unfall hat. Die beiden Kämpfer des Bösen eilten durch vielverzweigte Gänge bis zu einem rotglühenden Tor, das dem Rachen einer Schlange glich. Dort sind sie! Unter den Zähnen des Schlangentors! Schlagt sie! Jetzt sind sie verschwunden! Schneller, sonst entkommen sie uns. Ach, sie sind weg. He-Man, verstehst du das? Sie können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Was interessieren uns Beastman und Trapjaw? Bist du blind, Man-at-Arms? Sieh doch, was dort hinter dem Schlangentor ist. Eine schwarze Kugel, ein schwarzes Nichts. Das muss der Zeittresor sein. Erinnerst du dich? Der Geist von Castle Grayskull hat davon gesprochen, dass es diesen Zeittresor gibt, tief unter dem immergrünen Wald. Ja, ja. Ich erinnere mich, He-Man. Ob Sudak das gemeint hat, He-Man? Du könntest recht haben, Orko. Die Zeit ist es, hat er gesagt, unerforschlich.
verschließt sie vor uns, was uns lieb ist. Dein Schwert! Das Zauberschwert! Es ist im Zeittresor! Das könnte sein, Orko, aber wir können es nicht erreichen. Sieh doch, man kann in das schwarze Feld hineingreifen. Die Hand verschwindet drin, aber man fühlt nichts. Skeletor! Das ist das Skelettgesicht mit Beastman und Trapjaw! Ja, ich bin hier. Ich, Skeletor, zukünftiger Herrscher über Eternia. Du bist geschlagen, Himmel. Dein magisches Schwert befindet sich in diesem Zeittresor. Skeletor, ich werde es mir holen. Das werde ich zu verhindern wissen, He-Man. Du wirst sterben. Hier und jetzt. Wagst du es mit mir zu kämpfen? Warum nicht? Ich habe ein Schwert. Du hast nichts als deine Fäuste. Sieh her. Dein Energiestrahler verschwindet, sobald ich mit den Fingern schnippe. Die Waffe. Sie ist weg. Und jetzt stirb, He-Man. In den Zeittresor mit dir, Skeletor! Nein! Nein! Ja! Lass mich nicht hinein! Nein! Trapjaw, weg hier! He-Man hat Skeletor in das Zeitfeld geworfen! Weg! Schnell! Beastman und Trapjaw flüchten! Skeletor ist im Zeitfeld verschwunden! Er wird niemals mehr zurückkehren! Das Böse ist besiegt! Hurra, das Böse ist besiegt! Skeletor, der Herr der Unterwelt, war im Zeitfeld verschwunden. Und es schien so, als könnte er niemals mehr zurückkehren. Orkos Jubel wollte kein Ende finden. Tatsächlich hatte Skeletor keine Möglichkeit, sich aus eigener Kraft aus dem Zeittresor zu befreien. Daher kannte auch die Freude Man-at-Arms keine Grenzen. Lachend umarmte er den Freund. Da fiel ihm auf, dass He-Man ernst blieb. He-Man, was ist mit ihm? Man-at-Arms, hast du vergessen, dass nicht nur Skeletor in dem Zeittresor gefangen ist, sondern auch mein Zauberschwert? Das magische Schwert, nein, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Es ist wahr, das Zauberschwert ist im Tresor. Noch aber gibt es Beastman. Er ist nicht gerade der Klügste. Er kämpft mit roher Gewalt und hat nur wenig Verstand. Dennoch ist er ein gefährlicher Gegner, ebenso Trapjaw. Trapjaw, ein Mann von wenig Worten. Er lässt lieber sein Stahlmaul zuschnappen, als etwas zu sagen. Er sammelt Waffen und kann damit umgehen. Seinen rechten Arm kann er in einen Waffenarm verwandeln. Ja, Trapjaw ist immer gefährlich. Fast so gefährlich, wie Skeletor war. Er ist durch und durch böse. Ein Schurke, wie er im Buche steht. Und gegen diese beiden sollte ich ohne das Zauberschwert antreten? Nein, das geht nicht. Man-at-Arms. Du hast recht, He-Man, aber was tun wir? Wir müssen den Zeittresor öffnen und versuchen, das Schwert herauszuholen, ohne gleichzeitig auch Skeletor zu befreien. Ich habe keine Sehnsucht danach, das Skelettgesicht noch einmal zu sehen. Aber es geht nicht anders. Aber wie, mein Freund, wie willst du den Zeittresor öffnen? Hast du nicht Zeitexperimente gemacht, Waffenmeister? Ja schon, aber sie sind nicht abgeschlossen. Ich weiß es. Orko, was weißt du, kleiner Freund? Tila hat mit einer Zeitschleuder experimentiert. Ich habe es gesehen. Vielleicht kann man die Gruft damit öffnen. Meine Tochter hat an der Zeitschleuder gearbeitet. Orko, das ist die beste Nachricht, die ich seit dem Ende von Skeletor erhalten habe. Schnell, Orko. Beam dich zur Herrin von Eternia und hole uns die Zeitschleuder. Vielleicht können wir das Schwert damit tatsächlich zurückholen. Verlasst euch auf mich. Ich bin gleich wieder da. Orko aus dem Zauberland. Der macht so allerhand. Hoffen wir, dass Orko sich nicht geirrt hat. Die Zeitschleuder. Ich hätte sie fast vergessen. Jetzt ist sie unsere einzige Chance. Was machst du da, Man-at-Arms? Ich untersuche das Zeitfeld. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Es ist nicht direkt schwarz.
Es ist, als ob da ein Loch in der Wirklichkeit wäre. Wie ist das möglich? Ich verstehe es nicht, Man at Arms. Das schwarze Feld ist da und es ist doch wiederum nicht da. Man hat das Gefühl, darin zu versinken, wenn man hineinblickt. Orko! Er hat die Zeitschleuder. Es geht vorwärts! Wir holen uns das Zauberschwert! Tila sagt, wir sollen es versuchen. Sie glaubt, dass wir es schaffen können. Und wie funktioniert die Zeitschleuder? Tila sagt, es ist ganz einfach. Die Schleuder stellt sich automatisch auf das Zeitfeld ein und öffnet es nur für wenige Sekunden. Man muss schnell sein, wenn man etwas herausholen will. Gut, Orko. Sehr gut. Gib mir die Zeitschleuder. Ich bediene sie. Hier, Waffenmeister, bitte. Danke. Bist du bereit, He-Man? Von mir aus kann es losgehen, Arms. Dann los. Ich schalte ein. Jetzt. Das Zeitfeld löst sich auf. Skeletor erscheint. Skeletor, kommt heraus. Passt auf das Skelettgesicht auf. Achtung. Beastman und Trapjaw kommen zurück. Sie greifen an. Ja. Liebe. Narr. Ja. Ach, sie fliehen. Lassen Sie nicht entkommen. Wir haben Skeletor befreit. Wie konnte das nur geschehen? Wo war das Schwert? Ich habe es nicht gesehen. Battlecat, bleib hier. Lass Skeletor und seine Knechte. Wir müssen das Schwert aus dem Zeitfeld holen. Dann hast du es gesehen, He-Man. Ja, es ist da. Schalte die Zeitschleuder ein, schnell. Nun gut. Versuchen wir es noch einmal. Jetzt. Das Zauberschwert. Ich habe das Zauberschwert. Bei der Macht von Castle Grayskull. Ich habe das Zauberschwert. Staunend betrachteten He-Man, Man-at-Arms, Orko und Battlecat das Zauberschwert. Es hatte sich verändert. Seine Klinge funkelte und strahlte in nie gekannter Helligkeit und Kraft. Eine hauchdünne Schicht Sternenstaub haftete daran und machte das Schwert zu einer schier unüberwindlichen Waffe. Sieht doch! Sternenstaub haftet am Zauberschwert. Er soll uns die Spur zu Skeletor zeigen. Wartet. Ich werfe das Schwert in die Luft. Das Schwert kreist und wirbelt. Es leuchtet wie eine Sonne. Es dreht sich langsamer. Da. Die Schwertspitze zeigt nach Norden. Dorthin ist Skeletor geflogen. Das Schwert will uns zeigen, wohin wir gehen müssen. Es fällt herunter. Fang es auf, He-Man! Worauf du dich verlassen kannst, Zauberlehrling. Ich habe das Schwert, Orko. Und jetzt schnell weiter. Skeletor darf uns nicht entkommen. Dort ist er. In der Halle. Er steht an einer Maschine. Er richtet einen glühenden Dorn auf uns. Er will mir das Schwert aus der Hand beamen. Mit Hilfe der Maschine dort. Zerschlagt sie! Beamen! Zur Hölle mit dir! Geistervögel, greif an! Zu spät, Skelettgesicht. Dich rettet niemand mehr. Zerstört die Maschine! He-Man! Zerschlage die Maschine! Ich töte die Geistervögel! Diesen! Und diesen! Skeletor wird keine Freude mehr daran haben. Trapjaw! Ja. Wo seid ihr? Hilf mir! So helft mir doch! Juhu! Die Maschine bricht auseinander! Was hast du getan? He-Man! Battlecat! Orko, flieht! Schnell! Die Maschine explodiert! Flieh!
ist vorbei. Endgültig vorbei. Die Höhle stürzt zusammen. Und Skeletor wird unter den Trümmern begraben. He-Man, das ist der Sieg. Das ist der Sieg, Orko. Skeletor ist erledigt. Und wir kehren nach Castle Grayskull zurück. Ohne den Sternenstaub? Es gibt bestimmt noch mehr als den, der an deinem Zauberschwert haftet. Ohne den Sternenstaub. Der ist auf ewig unter den Trümmern verschwunden. Kommt, hier geht es ins Freie. Orko, was hast du denn da? Ein Ei? Ein richtiges Ei? Ja, einer der Geistervögel hat es verloren. Da habe ich es mitgenommen. Willst du es essen? Warum nicht? Wir Trolaner essen gerne Eier. Man-at-Arms, Orko und Battlecat nach Castle Grayskull zurückkehrten, um Teela dort von ihrem Sieg zu berichten, kauerte Skeletor in einer winzigen Kammer unter den Trümmern der zusammengebrochenen Höhle. Er horchte angestrengt, denn in den Steinen regte sich etwas. Das ist doch... Jemand versucht, mich auszugraben. Hey, wer ist da? Ich bin es, Herr. Ich, Beastman, dein treuer Diener. Warte, gleich bin ich bei dir. Beastman, du rettest mich? He-Man glaubt, dass du tot bist. Er wird sich wundern. Wir greifen an. Meine ist die Rache. He-Man wird noch bereuen, dass er es gewagt hat, gegen mich zu kämpfen. Ich werde mich rächen. Rächen! Rächen! Ich lebe! Ich lebe! He-Man, Orko, Man-at-Arms und Battlecat näherten sich inzwischen Castle Grayskull. Friedlich lag das Land vor ihnen. Die größte Gefahr war gebannt. Orko, hast du das Ei noch? Ja, natürlich. Hier ist es. Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Komm hervor und zeig dich schön. Der Waffenmeister will dich sehen. Was ist denn das? Die Schale bricht auf. Ja, Orko, da ist ja ein Küken drin. Tatsächlich, ein Küken. Jetzt hast du eine schöne Aufgabe, Orko. Ich? Warum? Mami, Mami, Orko, Mami. Darum. Es hält dich für deine Mami. Ein süßer kleiner Geistervogel für Orko. Ein süßer kleiner Geistervogel für Orko. Nein, nicht das. Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Es ist mir nicht einerlei. Du gehst zurück ins Ei. Nein, Mami, ich will nicht ins Bett. Es will nicht ins Bett. Es will nicht zurück ins Ei. Seht euch, Orko, an, den Zauberkünstler. Hilfe, Hilfe! Wenn ich doch nur besser zaubern könnte.